Ich weiß, das war ein Fehler, was ich gemacht habe, aber jetzt schau mich doch mal wenigstens an. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich noch mal sehe. Und was hast du denn gedacht? Dass du mit deinem Vater längst über alle Berge bist? Das ist doch Quatsch. Ich liebe dich doch. Ich will dich nicht verlassen. Sondern? Mit dir zusammen sein. Und wie stellst du dir das vor? Ein Leben auf der Flucht? Bis dass der Tod uns scheidet? Natürlich nicht. Ach so, dein Gefängnis. Das ist es nämlich, was dir droht, wenn du hier bleibst. Egal. Oh, ich verstehe. Treffen im Knast, Sonntag, 16:30 Uhr, bei gutem Wetter im Hof. Und bei guter Führung nach 1, 2 Jahren, vielleicht eheliche Besuche in der Begattungszelle. Ist das, was du willst? Warum redest du denn jetzt so? Ich würde immer auf dich warten. Du doch auch auf mich, oder? Du liebst mich doch, oder? Ja. Ich liebe dich. Aber ich werde nicht auf dich warten. Ich kann dir einfach nicht mehr vertrauen. Du hast mich so oft belogen. Ich kann das nicht mehr. Das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Es muss verdammt noch mal schneller gehen. Ich brauche die Papiere heute. Ich muss dringend verschwinden. Okay. Okay. Morgen früh. Kann ich mich drauf verlassen? Okay. Ciao. Mist! Unfall mit Fahrerflucht auf der Landstraße in Richtung Augsburg. Gefahndet wird nach einem weißen Sportwagen. Kennzeichen vermutet. Dachte ich's mir doch. Nils? Die Übergabe des Lösegelds findet übermorgen in der Früh statt. Die genaue Uhrzeit erfahren Sie noch. Deponieren Sie das Geld in kleinen Scheinen dann im Wald neben dem Brunnen der alten Burgruine. Sobald das Geld überprüft wurde, werden die Geiseln freigelassen. Zur Erinnerung, keine Polizei, keine Tricks außer Ihnen liegt nichts an Ihren Kindern. Für den Fall, dass Sie daran zweifeln sollten, dass die Geiseln in unserer Gewalt sind, schicken wir Ihnen ein kleines Souvenir mit. Die Batterien sind uralt. Wir dürfen auf keinen Fall vergessen, deinen Vater daran zu erinnern, neue zu kaufen. Naja, dann muss uns die Bergwacht eben von alleine finden. Mach dir keine Sorgen, Liebling. Du glühst ja. Nein. Geht's dir nicht gut? Doch, alles gut. Es fühlt sich aber ganz anders an. Ich hol mal meine Jacke. Nein, warte. Ich hol nur meine Jacke. Lukas, das bringt nichts. Warum? Weil ich meine Medikamente vergessen habe. Wie vergessen? Wenn ich nicht bald hier rauskomme, dann